Ja, hallo, Michael Sund vom Pianova Klavierbau. Heute möchte ich Ihnen gerne einen Ibach-Flügel vorstellen, der gerade aus unserer Werkstatt gekommen ist. Wir haben hier einen Flügel mit knapp über 2 Metern von 1914, der von der Optik schon mal überholt worden ist in einem Seidenmatt-Finish. Er hat eine recht gute Optik noch erhalten. An den Seiten sehen wir leichte kleine Risse im Hintergrund, die aber nicht weiter stören. Wenn wir ihn mal aufmachen. Sehen wir als erstes die Rahmennummer 74974. Mit dieser Rahmennummer können wir dann feststellen, dass das Instrument am 28.09.1914 fertiggestellt wurde und im Januar 1915 der neuen Besitzerin ausgeliefert wurde. Wir sehen hier die alte Akustik. Der Resonanzboden ist sehr gut erhalten. Vielleicht ein paar ganz kleine Haarrisse, aber ansonsten kann man wirklich sagen, in einem außergewöhnlich guten Zustand. Die Stege, der Basssteg im Mittelbereich und im Diskant sind vollkommen in Ordnung. Das Besondere beim Flügel ist, dass er eine Einzelaufhängung hat, dadurch eine sehr gute Stimmhaltung aufweist. Im Gussrahmen haben wir hier florale Motive eingearbeitet, also eine sehr aufwendige Gussrahmenkonstruktion. Da muss man dann beim Gießen heute auch schon sehr vorsichtig sein, wie man den Gussrahmen dann wieder aus der Form holt. Wir haben natürlich die Stimmhaltung überprüft, die ist sehr gut. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Stimmstock noch 100% in Ordnung ist. Entlocken wir ihm vielleicht direkt mal ein paar Töne, damit er sich mal ein bisschen vorstellt. Ja, also durch seine über 2 Meter ist er doch vom Klangvermögen her schon sehr, sehr ausgeprägt. Er hat viele Stärken. Die eine Stärke ist, er geht wirklich vom Tonverhalten her aus dem Bass. Ganz gleichmäßig nach oben, sind keine Klangbrüche, vor allen Dingen an den Übergängen. Das ist eigentlich sehr sauber gearbeitet. Der Diskant ist noch sehr klar. Auch in den Höhen ist die akustische Anlage so, dass sie sehr tragfähig ist. Ja, da kommen wir dann auch gleich schon im Prinzip zum Grund, warum der Klang so gut ist. Die Hammerköpfe sind komplett gewechselt worden. Dabei auch die Stiele. Das gucken wir uns gleich mal in der Mechanik nochmal an. Wenn wir schon mal gerade hier sind, können wir uns noch mal die Saiten vielleicht ein bisschen ansehen. Das sind halt die Dinge, die ich gerade sagte, sind so leichte, kleine, feine Risse im Lack. Wenn wir aber dann zum Beispiel mal den Deckel uns ansehen, der ist
vor nicht allzu langer Zeit komplett neu lackiert worden, sodass das Gesamtinstrument wirklich in einem sehr, sehr ordentlichen, nicht komplett neuen, aber in jeden Haushalt gut wieder ins Wohnzimmer zu stellenden Kondition wieder ist. Ja, dann bauen wir ihn mal kurz auseinander. Ja, wir haben hier also die Tastatur. Als erstes fällt uns ein wunderschöner Tastaturbelag auf. Das ist wohl auch noch der Original Naturbelag, der 1914 ausgeliefert wurde. Die Waagebalken sind alle neu garniert worden. Sehen wir hier an dem schönen neuen roten Filz. Was wir jetzt nicht so gut sehen können, die Tastatur war etwas zu stark verbleit und ist nochmal neu geleimt worden, neu ausgedübelt worden und dann neu ausgebleit worden, sodass wir jetzt wieder mit einem schönen Niedergewicht arbeiten können und auch der Anschlag sehr angenehm ist. Ja, das nächste sind die neuen Mahagoniköpfe, die der akustischen Anlage jetzt auch wieder diesen wunderschönen Klang entlocken können. Die Hirschleder von den Fängern sind hervorragend, fängt sehr gut wieder ab. Die Stiele, die Kapseln mit den Stielen sind alle neu geaxt worden, sodass wir hier einen hervorragenden Durchlauf wieder haben. Alle anderen Federn, beweglichen Teile, Lederchen sind überprüft worden und die nicht hundertprozentig in Ordnung waren, sind gewechselt worden. Die Dämpfung ist vor nicht allzu langer Zeit auch mal neu befilzt worden, sodass wir hier wieder davon ausgehen, dass man dieses Instrument viele, viele Jahre vom Verschleiß her wieder gut benutzen kann. Ja, die Firma Ibach, wer es noch nicht weiß, ist halt die älteste Klavierbaufirma in Deutschland gewesen, leider nicht mehr produziert. Das heißt, das sind jetzt ja eigentlich schon Unikate, weil sie nicht wiederhergestellt werden können. Die Firma Ibach zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie im Klangverhalten eigentlich einen etwas wärmeren Ton in den frühen Jahren um die Jahrhundertwende hatte, dieses romantische Klangideal, was von der Stärke des Tons, vom Volumen her und von der Ausgeglichenheit eben durch die langjährige Erfahrung schon ein ganz, ganz ausgezeichnetes Instrument war. Aber wir hören uns das mal ein bisschen an. Gerade auch wieder im Diskant gehört, wie schön sich der Diskant an den Rest eingliedert. Und ja, das ist ein Instrument, wo jemand wieder sehr viel Spaß und Freude haben kann. Mir persönlich gefällt der Sound sehr, sehr gut. Ist natürlich wie alles Geschmackssache. Aber ja, das sind so die Eckdaten.
und ich hoffe, Sie konnten sich einen Überblick verschaffen.